ich gebe nur so viel Input, theoretischen Input, wie ich denke, der hat es jetzt verstanden. Eigentlich ist es so, oft erst hinterher oder gar nicht. Meistens ist die Methode so evident für die Leute, dass ihnen sofort klar ist, dass es nützlich war. Da brauche ich keinen großen theoretischen Input. Ich fange doch hier nicht an, die ganze Psychodrama-Konzeption da zu erklären. Oder Gestalttherapie oder so, das ist zu sperrig. Also ich nur so viel wie nötig. Ich wärme ein bisschen an. Also ich erkläre so ein bisschen. Zum Beispiel. Also wenn das für jemanden ganz fremd ist. Also jetzt, wie gesagt, diese Anlagenbauer oder die Autohausleute, die ja weit weg von unseren Metiers sind, dass ich dann sage, okay, ich schlag ihn mal, mache ich so. Dann sage ich, ich schlag ihn mal vor, um noch mal besser zu verstehen, was in dem jetzt vorgeht, dass Sie mal versuchen, dessen Position einzunehmen. Können Sie mal versuchen, wollen Sie mal machen? Probieren Sie doch mal, gehen Sie da hin und gucken Sie mal, wie das so geht. Lassen Sie sich ein bisschen Zeit, lassen Sie sich ein bisschen Zeit und dann stellen Sie sich den mal jetzt vor auf dem leeren Stuhl da, wie der Sie sieht. So weit erkläre ich, aber nicht theoretisch. Also die Methode habe ich in Büchern beschrieben natürlich, aber auch von dem Ansatz her, das erkläre ich jetzt da nicht. Das interessiert den Anlagebauer nicht und den Autohausmann auch nicht oder die Frau.